Nein, diesen Mittelfinger haben wir nicht wegen einer dummen Frage bekommen. Das ist das klare Statement von Muriel Baumeister über den Druck, direkt nach der Schwangerschaft wieder rank und schlank zu sein. Ende Dezember 2014 brachte die 43-Jährige ihr drittes Kind zur Welt. Wohlbefinden geht vor Diät und diese Einstellung lässt die Schauspielerin glücklich sein. Einfach essen, versuchen zu schlafen und auf Size Zero scheißen. Da ist man auch so entspannt. Beim dritten Kind finde ich nicht schön, hat mir nie gefallen, gefällt mir nicht. Und kein Kind will eine dünne, nervenkranke Mutter. Also das heißt, kein Hungern, auch nicht für eine Rolle? Weil ich 3 Kilo dünner bin, bin ich im seltensten Fall besser. Muriel Baumeister ist eine stolze Mutter, aber eben auch Schauspielerin. Kind und Karriere muss da gut organisiert sein, aber das ist kein Problem für die dreifache Mutter. Was Großes, Schweres würde ich jetzt nicht tun, aber so langsam wieder in den Schauspielschuhen laufen, tue ich schon und das geht ganz gut. Aber ein großes, schwieriges Projekt geht nicht parallel zu einem frisch geborenen Baby. Da muss man Prioritäten setzen. Und erstmal wird sie sicherlich die Rolle als Mutter fordern. Doch wer so entspannt dabei wirkt, den wirft so schnell nichts aus der Bahn.